Herzlich willkommen, liebe Data und AI-Friends, zu einer neuen Folge des AI-Café. Und ich bin sicher, heute wird es eine ganz, ganz besondere Folge, denn wir gehen auf eine virtuelle Tour durch das IBM Watson Center in München. Und ich freue mich ganz herzlich, heute Sophia Greulich aus dem Business Development Team des Watson Centers begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sophia. Ich bin total gespannt und freue mich super, dass du heute zu Gast bist. Und wir machen heute ja eine virtuelle, hybride, On-Site-Remote-Tour. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber erstmal herzlich willkommen, Sophia. Bitte stell dich doch auch einmal kurz vor. Und was du uns heute ja mitgebracht hast, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, weil das Gebäude mitbringen ist ja schwierig. Herzlich willkommen, Sophia. Vielen Dank, Dennis. Also ich freue mich auch sehr, jetzt heute bei euch zu Gast sein zu dürfen, wobei man ja eher sagen muss, dass ihr quasi bei uns zu Gast seid, weil ich euch quasi heute mitnehme ins Watson Center. Ganz kurz zu mir, ich heiße Sophia Greulich, ich arbeite im Business Development Team hier im Center und über das Center an sich erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Aber ich fokussiere mich hier auf das Thema AI, also verantworte unsere Journey to AI, kümmere mich um Content zu Artificial Intelligence und begleite auch Kundenbesuche, die wir hier haben, zu dem Thema. Genau, und ich freue mich heute, euch da mitnehmen zu können. Super, perfekt. Dann würde ich auch sagen, gehen wir gleich los und starten mit der virtuellen Tour. Ich bin ganz gespannt, wo wir zuerst starten und was wir uns zuerst anschauen. Genau, sehr gerne. Ich würde so machen, dass ich erst noch mal zwei Sätze dazu sage, was überhaupt der Watson Center ist für diejenigen von euch, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben. Wir sind einer von vielen Client-Centern, die wir hier in der IBM haben. Die Client-Centers sind weltweit verteilt, auf allen Kontinenten mehr oder weniger. Und der hier in München ist einer der größten mit. Wir haben hier normalerweise in normalen Zeiten bis zu 500 Kundinnen und Kunden, die quasi im Jahr vorbeikommen und uns auch international besuchen, also viele Kunden aus Asien, USA und so weiter. Und was wir hier machen, wir kümmern uns um verschiedene Technologien, also decken verschiedene Technologien ab. Unter anderem haben wir Schwerpunkte auf das Thema AI, aber auch Blockchain, Cloud, Red Hat, also das Red Hat Team sitzt ja auch mit im Center, was sehr cool ist. Das heißt, wir können wirklich ganz viele Themen abdecken. Und was wir immer so ein bisschen sagen, der Watson Center ist so eine Art Mikrokosmos der ganzen IBM, weil wir hier wirklich alle Business Units vor Ort haben. Wir haben Expertinnen und Experten aus allen Richtungen, aus allen Industrien und können so dann unseren Kundinnen und Kunden auch immer die beste Client Experience bieten. Eins unserer Mottos hier ist Show, Don't Tell. Daher würde ich jetzt auch nochmal aufhören zu reden gleich und euch erst ein bisschen zeigen, wie es hier ausschaut. Ich wollte eigentlich draußen auch mal den Center von außen zeigen. Wir haben jetzt heute einen Schneesturm. Deswegen würde ich mal kurz mein Screen sharen und zeige euch mal unsere Virtual Tour. So sieht es quasi gerade aus, wenn wir vor dem Center stehen, bei gutem Wetter. Wir haben auch zwei E8s, mit denen wir unsere Kundinnen und Kunden zum Beispiel vom Flughafen abholen. Auf dem Weg können sie dann Daten sammeln, die dann direkt von Watson, also unserer künstlichen Intelligenz im Center, ausgewertet werden. Also das ist auch immer so ein bisschen Highlight für unsere Kundinnen und Kunden. Das ist das Center an sich. Es ist sehr, sehr hoch, insgesamt 31 Stockwerke. Und der IBM gehören 10 davon, die alle ganz oben sind in dem linken Turm, plus ein Stockwerk auch im anderen Turm. Das heißt, die Brücke gehört auch mit uns. Und da gucken wir nachher auch mal kurz hin, weil die Aussicht von da ist natürlich besonders schön. Und jetzt betreten wir aber unsere Lobby, wo ich auch gerade sitze. Also ich sitze ungefähr hier. Und wir wechseln jetzt mal auf eine andere Kamera, dass ihr noch ein bisschen besser sehen könnt, wo wir hier gerade eigentlich sind. Okay, ja, hallo, herzlich willkommen nochmal. Wir sind jetzt in der Lobby von unserem Watson Center. Also was ihr quasi gerade von außen gesehen habt, wo wir reingelaufen sind, ist unsere Lobby, wo wir normalerweise unsere Kundinnen und Kunden begrüßen. Normalerweise sage ich in Nicht-Corona-Zeiten. Wir haben jetzt auch ab und zu Kundenbesuche, aber leider nicht so viele. Und wie ich gesagt habe, wir begrüßen normalerweise unsere Kundinnen hier, wobei das oft nicht wir selber machen, sondern wir haben hier einen kleinen Roboter-Concierge, der quasi hier steht und mit unseren Kunden spricht. Und das Nette ist, wir haben die AI dahinter trainiert, dass sie auch Fragen des Kunden beantworten kann. Also beispielsweise kann ich Pepper, den Roboter, fragen, soll ich eine Maske tragen oder an welche Regeln muss ich mich halten bezüglich Corona? Und das kommt bei unseren Kunden natürlich sehr gut an. Ja, das ist auch der Grund, warum ich hier jetzt eine Maske trage, weil wir nicht allein in einem Raum sind und deswegen aus Sicherheitsgründen natürlich. Aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem sehr gut. Und ihr seht ja schon, dass es hier sehr, sehr schön ausschaut. Also das ist so der Empfangsbereich, der schon einen sehr guten Eindruck auf unsere Kundinnen machen soll. Die bekommen hier auch einen Kaffee direkt.
und warten da dann, bis dann jemand aus unserem Team sie eben abholt und der Tag beginnt sozusagen. Und dann, Sophia, super. Wo sind wir denn jetzt? genau, wir haben gerade mal einen kleinen Abstecher gemacht auf die 20. Etage. Das heißt, wir sind 3 Etagen früher ausgestiegen, als wo wir hin wollten, weil ich euch nämlich gerne die Brücke zeigen würde, die wir eben schon von unten gesehen haben, als ich euch die Virtual Tour gezeigt habe. Hat man ja gesehen, dass die beiden Tower mit einer Brücke miteinander verbunden sind. Und auf dieser Brücke befinden wir uns jetzt gerade. Und das ist eben auch ein Ort, an dem wir oft zum Beispiel die Einführung für die Kundinnen und Kunden machen und beispielsweise noch was über die Umgebung erzählen. Hier wird oft ein Foto gemacht noch. Wenn ihr voll die Aussicht seid, hier sieht man sehr schön auf das verschneite München runter. Ja, und dieser Ort ist natürlich auch immer ein bisschen was Besonderes, wobei es wirklich sehr, sehr kalt ist gerade. Aber das ist auf jeden Fall immer was, wo wir unsere Kundinnen mal mit hinnehmen, weil es eben wirklich diese Besonderheit des Centers vor Ort, diese Höhe und diese Position, die der hier hat, nochmal verdeutlicht. Und deswegen ist es immer ein Abstecher wert, hierher zu kommen. Okay, aber dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal wirklich weiter in unser Industry Lab und schauen uns mal wirklich Demos an. Sehr gut, auf geht's. Jetzt sind wir in der 23. Etage. Wo genau, Sophia, befinden wir uns denn jetzt eigentlich? Was sehen wir da? Genau, also was wir hier sehen, ist zum einen einige Büroplätze, also viele unserer Mitarbeitenden, die auch quasi hier im Lab bei uns, wo wir jetzt gleich hingehen, arbeiten, sitzen auch tatsächlich hier auf der Etage, dass sie eben schnell bei den Demos sein können und schnell weiter daran arbeiten können. Und ich nehme euch jetzt mal mit gleich in unser spannendes Lab. So. Dieses Lab hier ist nämlich der Ort, den wir quasi fast immer irgendwie inkludieren in unsere Kundenvisits, weil wir eben hier wirklich Live-Demos zeigen können. Wir können Hands-on-Demos zeigen, verschiedene Use Cases zu verschiedenen Industrien und auch zu verschiedenen Technologien. Wir haben insgesamt 3 Räume von diesen, die wir hier sehen. Also das ist nur einer, den ihr jetzt gerade seht. Wir schauen uns aber nachher auch noch einen anderen an. In diesem Raum fokussieren wir uns ein bisschen auf das Thema Government, also Industriefokus, und auf das Thema Automotive. Und haben hier einige Demos dazu. Und jetzt würde ich euch natürlich auch nicht nur das Gebäude zeigen, sondern tatsächlich auch mal eine von den Demos. Und dafür schauen wir uns jetzt mal zusammen den Racing Track an. Okay, also diese Demo hier, da geht es um das Thema autonomes Fahren. Und wie ihr bestimmt wisst, autonomes Fahren ist normalerweise ein Thema mit GPS, Sensoren und so weiter. Und es gibt aber die Möglichkeit, das noch mit künstlicher Intelligenz zu verbessern oder eben mit künstlicher Intelligenz das Thema autonomes Fahren noch weiter zu verfolgen. Und dazu haben wir bei der IBM ein Projekt gemacht mit ThyssenKrupp zusammen. Das sieht man ein bisschen hier auf dem Video, hoffentlich gleich wieder. Und zwar gibt es eine große Rennstrecke, wo wir tatsächlich mit so einem Auto rumfahren, das mit Machine Learning die Fahrweise optimiert. Genau, jetzt sieht man es gerade ein bisschen. Genau, und von diesem Projekt, wo man quasi diese Rennstrecke in echt sieht, haben wir hier eine kleine Abbildung gemacht, damit wir eben unseren Kundinnen und Kunden generell das Thema Machine Learning, speziell Reinforcement Learning, näher bringen können. Und was man auch wissen muss, diese Demo hier ist eine unserer Lieblingsdemos im Lab, weil immer wenn Kundinnen hier reinkommen, egal ob wir die Demo zeigen wollen oder nicht, alle wollen immer wissen, was man hier machen kann, was es hier ist. Und es ist auch eine von unseren interaktivsten Demos, deswegen freue ich mich immer darüber, die zu zeigen. Was man hier nämlich machen kann, wir wollen hier unseren Kundinnen wirklich zeigen, was Reinforcement Learning bedeutet. Und vielleicht kurz als Einführung, bei Machine Learning gibt es 3 verschiedene Arten: Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning. Und das Besondere bei Reinforcement Learning ist, dass man quasi nicht das Modell trainiert, sondern man gibt ein Ziel vor und der Algorithmus lernt dann selber, sich zu verbessern, indem er sozusagen dann immer Belohnungen bekommt oder Bestrafungen für verschiedene Entscheidungen, die er trifft, um so dann letztendlich das optimale Ziel zu erreichen. Und in diesem Fall, was wir hier mit unseren Kundinnen machen, wir lassen sie einmal selber fahren. Und das wird die Sarina jetzt auch gleich machen. Also ich übernehme mal kurz die Kamera. Und wie man hier sieht, wir haben einen Bildschirm, auf dem wir das auswählen können. Wir haben schon ein Auto und starten das mal. Das Auto steht auf der Rennstrecke. Wir lassen es einmal zum Start zurückfahren. Also,
Das ist quasi nur die Einführungsrunde. Und dann darf die Sabina in diesem Fall, normalerweise eben unsere Kundinnen und Kunden, einmal selber fahren, und zwar 3 Runden. Und das Einzige, was sie quasi machen kann, ist langsam fahren, schnell fahren und die Spur wechseln. Und wie man sieht, macht sie das schon sehr gut. Das machen auch meistens unsere Kundinnen sehr gut, weil jeder von uns ist ja Autofahrer. Jeder von uns hat eine gewisse Fahrerfahrung und weiß auch, wie er mit Kurven umgehen muss, wann er eher beschleunigen sollte, wann er eher abbremsen sollte. Genau, vielen Dank. Jetzt übergebe ich das mal wieder an dich. Super. Genau, und ein Algorithmus im Reinforcement Learning, der weiß das eben noch nicht. Der lernt quasi während der Fahrt, was gute Entscheidungen sind und was schlechte Entscheidungen sind. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie Watson fahren würde, damit man eben sieht, wie fährt Serena gegen Watson. Und zwar das Erste, was wir uns angucken, Watson hat 15 Runden trainiert, also bisher nur 15 Runden gefahren. Und das ist sozusagen die Fahrweise, wie er dann fahren würde. Und wie man sieht, wenn du ein bisschen mehr reingehst, es ist noch sehr willkürlich. Also er beschleunigt an manchen Stellen, er bremst ab. Man weiß nicht genau, warum wurden Entscheidungen getroffen. Offensichtlich weiß die KI noch nicht, was ist der beste Weg. Genau. Und wie man auch gut sehen kann, wenn du noch mal kurz hierher kommst und die Rundenzahlen mal anschaust, weil ich sehe hier quasi direkt, wie viele Sekunden pro Runde er gebraucht hat. Und wie man sehen kann, war es zum Beispiel bei Serena so, sie wurde von Runde zu Runde immer schneller. Und der Algorithmus bei 15 Runden war noch immer relativ konstant und war auch ein Stück langsamer als Serena. Und was wir uns jetzt aber anschauen, ist, wie sieht es aus, wenn Watson 150 Runden trainiert hat? Da hatten übrigens unsere Developer natürlich viel Spaß damit, das im Center alles auszuprobieren. Genau. Und jetzt sieht man schon, die Entscheidungen sind deutlich sicherer. Also er fährt eine konstantere Geschwindigkeit und er wechselt auch deutlich öfter mal zwischen den Spuren, weil eben durch dieses Reinforcement der Algorithmus noch, oh, das ist leider runtergefallen, das passiert natürlich ab und zu, weil er stehen muss, aber wie ihr kurz gesehen habt, der Algorithmus hat einfach gelernt, welche Fahrweise gut ist und welche Fahrweise schlecht ist. Und wir nutzen eben diese Demo, um unseren Kundinnen so ein bisschen dieses Thema Reinforcement Learning wirklich als Basic von AI näher zu bringen und sie in dieses Thema autonomes Fahren einzuführen. Dennis, hast du irgendwelche Fragen dazu noch vielleicht? Ja, total spannend, dass er natürlich jetzt mal von der Spur abkam. Na gut, wenn ich draußen sehe, wie viel Schnee bei euch in München liegt bei den kalten Witterungen, ja, dann spielt das natürlich auch alles mit ein. Nee, Spaß beiseite, aber ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Man hat ja gesehen, basierend auf der Erfahrung hat er dann in manchen Kurven auch schon richtig Gas gegeben, kam so leicht ins Driften. Du sagtest, das Training basierte jetzt am Ende auf 150 Runden. Musste dann dementsprechend ein menschlicher Trainer bisher immer sagen, was gut ist und was schlecht war? Oder hat Watson das dann dementsprechend quasi selber gelernt, indem er quasi seine eigene Zeit versucht hat zu minimieren, also eine Zielgröße zu optimieren? Genau, also dadurch, dass es eben nicht supervised oder unsupervised Learning ist, lernt der Algorithmus das wirklich von alleine. Und was vielleicht auch noch spannend ist, wir haben auch noch eine Version, wo er 1500 Runden schon trainiert hat, also die Strecke 1500 Mal gefahren ist und 1500 Mal gemerkt hat, wofür wird er belohnt, wofür wird er bestraft, in Anführungszeichen. Aber dabei ist spannend zu sehen, er wird nicht viel besser. Also es ist ganz, ganz interessant zu wissen, mehr Training bedeutet nicht zwangsläufig, dass es dann immer, immer besser wird, sondern diese Trainingskurve, die hat auch irgendwann so eine Sättigung erreicht und dann ergibt es keinen Sinn, noch weiter zu trainieren. Also es gibt quasi kein unendliches Training in diesem Fall. Ansonsten wahrscheinlich wie bei einem jungen Fahrer, irgendwann wird man dann übermütig und fliegt dann eventuell aus der Kurve. Genau. Ja, super spannend. Am liebsten würde ich selber auch gerne mal fahren, aber das geht ja auf die Distanz leider. Da musst du mal vorbeikommen. Sehr gerne, ja. Und vielleicht, was ich noch erzählen könnte, ist, wie überträgt man das jetzt quasi in Real Life? Also was ist der Zusammenhang im autonomen Fahren? Und zwar ist es ja so, dass jeder Fahrer und jede Fahrerin von uns hat spezielle Vorlieben. Also ich weiß nicht, Dennis, du bist vielleicht ein sportlicher Fahrer und fährst ja gerne sportlich. Dann gibt es andere Menschen, die fahren lieber komfortabel und haben eine gewisse Sicherheit beim Fahren. Und wenn man eben autonomes Fahren kombiniert mit solchen Technologien, dann gibt man sozusagen die Technologie auch die Chance,
sich an das Fahrverhalten der Fahrer zu gewöhnen und quasi zu wissen, was mag der Fahrer, was mag die Fahrerin und dann auch eben so drauf passend auf das Fahrprofil zu fahren, was eben das Thema autonomes Fahren dann auch nochmal ein bisschen komfortabler macht für die Personen in den Fahrzeugen. Das ist sozusagen der Hintergrund dahinter. Und da forsche ich eben gerade mit ThyssenKrupp dran. Was auch sehr spannend ist, einer der Data Scientists des Projektes ist auch wirklich hier mit im Center. Also der arbeitet ganz oft in diesem Büro hier um die Ecke. Und es ist natürlich ein besonderes Highlight, wenn er gerade da ist und wir unseren Kundinnen und Kunden dieses Projekt zeigen und er dann eben auch noch ein paar Worte dazu sagen kann, wie sie eben mit diesem Auto wirklich rumgefahren sind auf dieser großen Rennstrecke. Genau, das ist eben so ein bisschen das besondere Flair dieses Centers, dass wir die Expertinnen und Experten wirklich vor Ort haben. Sehr toll, okay. Sehr toll. Das finde ich klasse, ja. Cool. Dann würde ich sagen, nehme ich euch nochmal mit in einen anderen Raum, den wir, also einen anderen Teil unseres Industry Labs und zeige euch nochmal ein paar andere Use Cases. Sehr gerne. So, willkommen zurück eine Etage tiefer, würde ich sagen. Und Sophia, in was für einem Bereich sind wir denn jetzt? Ich sehe im Hintergrund schon, neben natürlich der Maske, der obligatorischen, auch schon eine Sicherheitswarnweste. Das sieht sehr nach einem industriellen Bereich aus. Genau, sehr richtig. Und zwar, wir sind hier auch in unserem Industrial-Bereich und Manufacturing-Bereich. Wir haben zum Beispiel, wenn wir einmal hier hinterschauen, in diesem Bereich sieht man, zeigen wir Supply Chain Stories zum Beispiel. Wie man sieht, die Demos, die hier sind, die sind auch nochmal ein bisschen physischer, ein bisschen mehr hands-on als die Demos oben. Einfach weil gerade unsere Manufacturing-Kunden, die wollen natürlich wirklich was sehen. Und die wollen auch sehen, dass wir hier technisch daran arbeiten. Das heißt, die Demos hier sind auch mit die wartungsintensivsten, die wir so haben. Ja, und was ich euch jetzt gerne zeigen würde, ist dieser Roboterarm, der sich um das Thema Industrial Quality Management kümmert. Vielleicht als kurze Einführung in Industrial Quality Management, weil das wahrscheinlich nicht allen ein Begriff ist. Da geht es darum, dass Teile, die produziert werden, auf ihre Qualität überprüft werden müssen und eben entschieden werden muss, ob es sich um Ausschuss handelt. Und normalerweise funktioniert das folgendermaßen. Es wird eine Stichprobe gezogen aus der Grundgesamtheit und diese Stichprobe wird dann wirklich manuell von Menschen geprüft. Also da gibt es Qualitätsmanager, die sich eben sehr gut damit auskennen. Und die schauen sich dann eben genau an, ist das Teil okay oder ist es Ausschuss? Und von dieser Stichprobe wird dann auf die Grundgesamtheit geschlossen. Es ist natürlich zum einen ein sehr arbeitsintensiver Prozess und zum anderen ist auch nicht super exakt, weil man eben nicht jedes einzelne Teil prüft, sondern nur eben diese Stichprobe. Und was wir hier haben als Lösung, ist Visual Inspection tatsächlich. Das heißt, dieser Roboterarm ist mit einem Kameraaufnahmesystem ausgestattet und prüft hier diese kleinen Lenkräderteile, die quasi hier unten liegen. Das heißt, er macht Bilder von jedem einzelnen Teil und dann dahinter liegt ein Deep Learning Algorithmus, der dann eben schaut, ob es sich bei den Teilen um Ausschuss handelt, also ob ein Fehler vorliegt oder ob es ein gutes Teil ist. Und wenn du jetzt ein bisschen näher kommst, sieht man schon hier auch, dass quasi Bilder gemacht werden von jedem einzelnen dieser Teile und der Algorithmus dann eben sagen kann, wrong part, missing indicator, missing tab oder ob nochmal ein Review nötig ist oder eben auch teilweise, dass das Teil eben gut ist. Und das kann so eben sehr schnell geprüft werden. Jetzt ist natürlich spannend, wie funktioniert das Ganze? Jetzt fragt sich bestimmt Dennis. Genau. Und zwar funktioniert das so, es werden vorher eine große Bilderbibliothek angelegt, zusammen mit den Quality Managern, also auch ein ganz spannendes Thema übrigens. AI funktioniert nie ohne die Hilfe der Expertinnen. Und eigentlich muss man sogar umgekehrt sagen. Es ist immer so, dass AI, deswegen sagen wir auch bei IBM eher dazu Augmented Intelligence statt Artificial Intelligence, AI ist nicht dafür ausgelegt, Menschen zu ersetzen, sondern Menschen quasi zu unterstützen, Experten zu unterstützen, Entscheidungen zu treffen beispielsweise. Und so hat es hier auch funktioniert. Es wird eine große Bilderbibliothek angelegt, zusammen mit den Expertinnen. Die Bilder werden dann eben hochgeladen in Maximo Visual Inspection. Das ist ein IBM-Service und dort wird dann quasi gelabelt. Also die Bilder werden entschieden, ob es sich um ein gutes Teil handelt oder ein schlechtes Teil. Und dann wird ein gewisses Modell ausgesucht, auf das der Algorithmus trainiert wird. Und letztendlich kann man dann sehen,
jedes Mal, wenn jetzt ein Bild gemacht wird, nachdem das Modell natürlich deployed worden ist, kann selber entschieden werden, ist es ein gutes Teil oder ist es ein schlechtes Teil. Das heißt, das funktioniert also nicht nur für die Beispiele, die wir jetzt hier sehen, auf die es eben trainiert ist, sondern es ist im Grunde genommen, wenn es so die gleiche Disziplin in der Bilderkennung im Quality Management ist, dann kann ich es theoretisch auch auf jedes Produkt, jede Maschine, die was produziert, dementsprechend trainieren, richtig? Genau, richtig. Man braucht eben nur so einen Grundschatz an Bildern von Teilen, die verschiedene Defektarten haben beispielsweise. Aber dann kann ich natürlich diese vier hier auch austauschen. Wie man sieht, hier sind auch noch ein paar andere. Und das würde es immer erkennen. Also das Modell ist einfach allgemein auf dieses Teil trainiert. Genau, es ist super einfach, das zu übertragen auf andere Fälle. Es sind auch tatsächlich einige Kundenbeispiele, wo wir das tatsächlich auch machen, beispielsweise mit CSOP. Da geht es darum, dass wir bei Bildschirmen, also Bildschirmproduktion, Fehler erkennen auf den Bildschirmen. Und es ist, wie gesagt, normalerweise ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Und die Menschen, die das eigentlich machen, deren Kenntnisse sind so gut, die können dann dafür woanders eingesetzt werden und können dann letztendlich sozusagen nur noch die Ergebnisse der KI reviewen und müssen nicht mehr wirklich jedes einzelne Teil selber prüfen. Und ja, also das ist natürlich der Vorteil dahinter. Und es gibt einen Teil dieser Demo, was ich gerne noch betonen möchte, weil es sehr wichtig ist, wenn wir noch mal ein bisschen näher hingehen. Wie man hier sieht auf diesen Bildern, wird eine Heatmap erzeugt. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Ja. Und diese Heatmap, die zeigt uns an, warum die KI die Entscheidung getroffen hat, dass das hier vielleicht ein falsches Teil ist. Also man sieht quasi die roten Stelle der Heatmap zeigen eben, welcher Part des Teils kaputt sein könnte. Wie man hier zum Beispiel sieht, scheint es sich um einen Missing Indicator zu handeln. Und dann weiß ich eben genau, warum hat die KI diese Entscheidung getroffen? Und diese Frage, warum hat die KI diese Entscheidung getroffen, das nennt man Explainability. Und dieses Thema, also Explainability, KI erklärbar zu machen, Entscheidungen von Algorithmen erklärbar zu machen, ist ein Thema, was momentan zum Glück langsam immer mehr verfolgt wird, weil man eben sagt, wenn wir uns auf Entscheidungen einer künstlichen Intelligenz in irgendeiner Form verlassen, dann müssen wir auch wissen, warum die künstliche Intelligenz diese Entscheidung getroffen hat. Und das mag jetzt hier in diesem Beispiel nicht super relevant scheinen, aber nehmen wir zum Beispiel ein KI-Modell, was eingesetzt wird in Banken, um zu sortieren, ob ein potenzieller Kandidat, potenzielle Kandidatin einen Kredit bekommt oder nicht. Und dann ist es plötzlich super relevant, dass wir wissen, warum hat die KI gesagt, dass diese Person eher keinen Kredit bekommen sollte. Also hat sie das vielleicht basierend auf einem Bias entschieden, also aufgrund des Geschlechts der Person beispielsweise oder des Alters. Und solche Sachen sind eben extrem wichtig, wenn wir mit KI arbeiten, dass man sowas im Kopf behält. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, wir fokussieren uns auch hier im Center darauf, auf dieses ganze Thema Trustworthy AI. Wie verhindere ich, dass eine AI eben unfair ist, dass es ein Bias gibt und dass sie eben auch erklärbar ist. Also wie mache ich sie erklärbar? Und dazu könnte ich euch jetzt noch super viel erzählen, würde ich auch sehr gerne machen. Aber dafür müsst ihr wahrscheinlich einfach mal hier vorbeikommen und dann führen wir euch da mal durch und zeigen euch noch mehr Beispiele dazu. Das kann ich sehr empfehlen. Und ich finde, das ist ein tolles, anschauliches Beispiel an dieser Stelle, wo man eben sieht, wie zum einen das Zusammenspiel zwischen Mensch und Augmented Intelligence perfekt funktioniert und harmoniert. Und auf der anderen Seite sogar noch das Thema eben Explainability und Trustworthy AI super funktioniert, nachvollziehbar ist. Und sonst ist es ja öfter mal so, dass wenn man fragt, wer hat Interesse an der KI oder an dem Thema, dann gehen alle Hände hoch, alle sind hochauf begeistert. Und dann zum Thema Ethical AI, Trustworthiness, Fairness, Explainability kommen die großen Fragezeichen. Und es ist eben toll, dass hier im Watson Center eben auch so viel schon da ist, was eben dieses Thema auch ganz klar berücksichtigt und in den Vordergrund stellt. Auf jeden Fall. Wir haben auch tatsächlich viele Kundinnen und Kunden, die zu uns kommen und sagen, sie wollen einfach mal irgendwas mit AI machen. Die haben oft noch gar nicht eine konkrete Vorstellung, was sie genau machen müssen. Und da muss man dann wirklich quasi wirklich vom Anfang an nochmal anfangen, mit welche Daten gibt es denn, was kann man aus diesen Daten machen, was sind denn sinnvolle Use Cases? Das ist dann zum Beispiel dieser Teil hier, wo wir eben verschiedene Use Cases zeigen, die wir mit anderen Kunden gemacht haben. Und dann aber eben, wie du auch richtig gesagt hast, auch solche Aspekte wie Ethik berücksichtigen, wie Werte berücksichtigen, wie Accountability berücksichtigen. Also wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, dass eine KI eine Entscheidung trifft? Bestes Thema, autonomes Fahren, was wir oben hatten.
Und das sind alles Punkte, die wir hier eben immer mit einbeziehen. Also wir sagen nicht einfach nur, hier ist Watson, unsere super KI und macht was draus, sondern wir wollen eben den ganzen Prozess begleiten und unsere Kunden wirklich helfen, die richtigen Entscheidungen da zu treffen. Perfekt. Aber wie du schon sagtest, zu dem Thema Trustworthy und Ethical AI können wir nochmal eine ganze Sondersendung machen. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir noch Schönes sehen können. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter zur nächsten Station. Okay, ja, here we are. Welcome back. Sophia, bisher fand ich, war es schon eine total beeindruckende Tour. Nicht nur aufgrund des Schneegestöbers und der weihnachtlichen Kaffeetalks heute. Wo sind wir denn jetzt eigentlich da? In welchem Raum? Sieht ja auch sehr beeindruckend aus, wo du da gerade stehst. Genau, wir sind jetzt gerade in unserer Client Experience Zone. Wo wir normalerweise mit unseren Kundinnen und Kunden oft die Visits starten. Das heißt, wir können hier an diesem Tisch, den ihr im Hintergrund seht, verschiedene Kunden-Referenz-Stories erzählen, also wirklich Stories erzählen, wie wir Kundenprojekte durchgeführt haben an konkreten Beispielen. Normalerweise hat man hier Visuals, die quasi auf dem Tisch sind und an dieser Wand, die ihr im Hintergrund seht. Also es ist ein sehr beeindruckender Raum, was eben das Visuelle angeht und was es eben angeht, die Kunden ins richtige Setting zu bringen, also in die richtige Einstellung und so ein bisschen, ja, schon in diesen spannenden Tag einzuführen, der ja vor ihnen liegt. Und danach würde man eben in dieses Industry Lab gehen, was wir eben davor jetzt schon angeschaut haben, und sich dann wirklich die Hands-on-Use Cases anschauen. Sehr gut. Was sind denn deine drei Top-Tipps aus deiner Erfahrung mit den vielen Projekten, die ihr im Center so schon umgesetzt habt und immer wieder Tag für Tag, Woche für Woche durchführt mit den Kunden? Was sind deine Top-3-Tipps? Ja, sehr gerne. Also zum Ersten würde ich sagen, das passt auch sehr gut zu dem Raum hier. Was wir hier nämlich oft machen und was spannend ist, man kann diesen Tisch, den ihr im Hintergrund seht, runterfahren und Stühle unten rausholen. Und dann wird es quasi ein Meetingraum. Und das Schöne ist, es macht tatsächlich einen großen Unterschied, ob man an einem eckigen Tisch sitzt, gegenüber voneinander, oder ob alle Meeting-Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Tisch sitzen und der auch noch rund ist. Das heißt, die Gedanken fließen ganz anders. Es ist ein ganz anderes Brainstorming möglich. Was wir oft auch machen, ist zum Beispiel hier sieht man Wände, die man alle bemalen kann. Also Design Thinking wird hier oft gemacht. Das ist sozusagen der methodische Ansatz, der bei der IBM oft gemacht wird, um User-Lösungen zu entwickeln. Das heißt, nachmittags, nach einem spannenden Tag hier mit den Use Cases, gehen wir oft mit unseren Kundinnen und Kunden in einen Workshop rein. Und das kann ich absolut empfehlen. Also da kommt man oft auch durch dieses Setting hier auf ganz neue Ideen. Und das ist wirklich so mein Nummer-1-Tipp. Als Zweites würde ich sagen, das ganze Thema AI. Wenn man wirklich was mit AI machen möchte, dann habe ich ja oben schon kurz erwähnt, geht es wirklich von ganz unten los. Also das erste Thema ist das Thema Daten. Was mache ich mit den Daten? Und dann eben weiter, wie organisiere ich diese Daten? Wie analysiere ich die Daten? Wie skaliere ich dann auch eine mögliche Lösung? Und es ist eben ganz wichtig, dass man nicht anfängt, darüber nachzudenken, welche Lösung will ich denn, sondern wirklich mit den Basics und dann diese komplette Ladder to AI sozusagen verfolgt. Und das ist eben auch was wir mit unseren Kundinnen und Kunden hier im Center gerne machen, dass wir wirklich diese ganzen Schritte durchgehen anhand verschiedener Beispiele und das dann eben auch projizieren auf ein Kundenproblem und so ihnen dann helfen, wie sie diese Technologie auch gut nutzen können, nicht um der Technologie willen, sondern um tatsächlich auch einen Mehrwert zu schaffen. Ja, und mein dritter Tipp ist, weil es mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, dieses ganze Thema Trustworthy AI und Ethical AI, einfach, dass man weiß, das ist einer dieser Hauptschwerpunkte von AI-Forschung aktuell und muss es auch sein. Weil wenn wir als Gesellschaft künstliche Intelligenz nutzen wollen, dann müssen wir als Gesellschaft, und zwar wir alle, nicht nur die Programmiererinnen und Programmierer oder die Entwickler, sondern wirklich jeder muss mitentscheiden, was sind denn die Werte, die wir wollen, die unsere AI unterstützt und die sie empfiehlt und so weiter. Und das ist so die Aufgabe von uns allen, da kann jeder auch Teil von haben. Und das ist so ein bisschen das, was mir am wichtigsten auch ist. Sehr gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, Sophia. Und zu dem Thema Ethical AI, Trustworthiness und Fairness werden wir auch in Zukunft, so viel kann ich versprechen, liebe meine Damen und Herren, eine Sondersendung auch nochmal machen und da nochmal ins Detail gehen. Sophia, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast heute auf diese, ich weiß immer noch nicht, virtuelle, halb hybride Reise durch das Watson Center. Ich fand es total beeindruckend und lade alle Data- und AI-Friends ein, sich auch auf jeden Fall mit dir in Verbindung zu setzen, wenn sie selber auch mal in den Genuss dieses spannenden Einblicks hier in das Watson Center bekommen möchten. Also Sophia, ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich natürlich über jeden Besucher, jede Besucherin, die vorbeikommt. Wie gesagt, wir können auch virtuelle Visits machen. Wir können diese hybride Form, die wir jetzt heute gemacht haben, machen. Und es finden tatsächlich auch on-site wieder Visits statt. Also das wirklich jeder herzlich willkommen bei Interesse, sich gerne melden. Ja, es hat Spaß gemacht, liebe Data und AI-Friends. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt, willkommen zum virtuellen AI-Café. Und im Moment hier wünsche ich Ihnen allen erstmal eine schöne Dezember- und Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.